Ja, also wenn ihr hier sitzt, gibt es sowas wie eine Tourromantik? Eine Tourromantik. Ja, ich glaube schon, wenn man so nachts dann auf der Autobahn auf dem Rückweg ist, Ja, dann. schon. Oder wenn ziemlich geniales Wetter auf der Autobahn ist, Ja. dann ist das Dann schon. entsteht schon so eine Tourromantik. Ja, kann man schon sagen. Was Gerade heißt Sonne. geniales Wetter? Also Sonnenuntergänge oder sowas sind Aber immer ganz nicht nur schick. das, nicht nur das, auch wenn es richtig stürmt draußen. Und ja, finde ich, und dann ist schöne Musik drinne im Auto, dann haben wir die Romantik, ja, auf jeden Fall. Ich bin gestern mit meinem Känguru heimgefahren und da war ein Monsunregen oder monsunartiger Regen und ich habe die Alalas angemacht, das ist so eine Retro-Surf-Band, total laut und ich habe kaum was gesehen und es war völlig surreal und ich dachte, Ja, definitiv. wow. Das sind schon sehr schöne Momente, oder? Das macht es dann aus, ja. Fallen euch da auch Texte ein oder Melodien oder so? Nee. Jetzt auf der Straße nicht so, weil, also wenn wir unterwegs sind, weil man braucht dann doch irgendwie so seine Konzentrationsphase, sag ich mal so, wo man sich dann wirklich Gedanken drüber machen Ja. kann. Weil es gibt ja viele Bands, die schreiben eigentlich auch über diese Tourgeschichten oder ich glaube Tokotronic oder so, die haben auch so ein Tagebuch gemacht oder so. Ja, ne, das Ding ist, wir fahren immer noch selber. Ich glaube, wenn wir jemanden hätten, der uns jedes Mal rumchauffiert würde, was natürlich auch sehr praktisch wäre, dann hätte man natürlich auch Zeit dafür. Ich glaube auch, dass Songs nicht so richtig, also dass der Anfang da nicht gemacht wird, aber man hat auf jeden Fall Ideen. genug Zeit, dann Ideen weiterzuspinnen Ja. irgendwie. Wenn man irgendwo in der Sackgasse steckt, dass man da irgendwie da stundenlang drüber nachdenken kann, wie man weitergehen kann. Ja. Ja, wie kommt ihr auf eure Texte? Man denkt ja manchmal irgendwie, ja, da sitzt jetzt jemand in einem stillen Kämmerlein und da fliegt alles zu. Wie kommst du zu den Texten? Das ist ganz unterschiedlich. Also manchmal fliegt es einem wirklich quasi zu, dass man irgendwie ja, so einen kreativen Flow hat. Manchmal ist es auch echt schwieriger, wo man sich echt irgendwie dazu zwingen muss, sich hinzusetzen und irgendwie diese zweite Strophe endlich fertig zu kriegen. Und klappt dann meistens nicht immer, wenn man sich gerade in dieser Schreibblockadenphase befindet, aber es gibt immer so verschiedene Phasen, in denen man sich irgendwie befindet. Und genau. Was Jetzt habe ich den brauchst du Faden für eine verloren. Phase? Eher melancholisch Nee, oder nee. euphorisch? Versuchst du irgendwie Gefühle zurückzukriegen, die du mal hattest oder so? Also vielleicht Ja, auch bei der Musik dann, also bei den Melodien oder irgendwie also man versucht sich nachher. definitiv irgendwie in die jeweilige Situation, die man beschreiben will in dem Moment. Man hat ja mal so eine Grundidee quasi von dem Song. Versucht man sich schon irgendwie reinzufühlen. Und wenn es natürlich irgendwie was Melancholisches ist, worüber man gerne schreiben möchte, dann ist natürlich positiv in dem Sinne, wenn man sich dann todtraurig fühlt. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie nur, während ich Herzschmerz habe oder Weltschmerz oder sonst irgendwas, Songs schreiben könnte. Im Gegenteil. Ist auch ganz oft so, ne, dass man irgendwie so einen neuen Lieblingssong hat von der neuen Platte von zum Beispiel City in Color, die wir jetzt ganz frisch uns gekauft haben, ne? Du hörst dir die Songs an und denkst dir, boah, das ist einfach so cool. Ja. Irgendwie sowas in die Richtung wäre doch mal schön, sowas zu machen irgendwie. Einfach so Also da suchen wir uns Inspirationsquellen schon auch sind immer ganz cool. unsere Inspirationen, ne? Nochmal zu den Texten, paraphrasierst du auch manchmal Texte von anderen Bands dann praktisch? Oder sind das alles komplett? Nee, das sind schon alles meine Worte quasi. Ja, nee. Wenn es um so Auftragssachen mal geht, dann vielleicht, dann macht man das, weil man eine Vorgabe kriegt irgendwie. Genau, das Aber ist. wenn es jetzt um eigene Sachen geht, da weiß ich nicht, ist man völlig frei. Genau. Also ich dachte so als Methode, wenn man irgendwie eine Schreibblockade hat oder Ja, so. das ist tatsächlich ganz hilfreich, wenn man eine Schreibblockade hat, irgendwie sich einfach mal hinzusetzen und irgendwie so Texte von anderen Künstlern durchzugehen, um sich einfach irgendwie vielleicht das ein oder andere Wortspiel als Inspiration irgendwie zu holen. Also das habe ich auch schon ab und zu mal gemacht, wenn man natürlich sich in so einer Schreibblockade befindet, aber jetzt nicht so, dass ich genau denselben Wortlaut irgendwie benutzt hätte, sondern ich habe das dann immer eher so als Inspirationsquelle genutzt, Ja, genau. okay. Ihr seid verheiratet, ist das eher ein Hinderungsgrund, Musik zu machen oder eher produktiv? Also es ist eher ein Vorteil, Ja, also für grundsätzlich. uns definitiv. Ja, weil wir einfach so viele Dinge teilen können und dadurch uns weniger Steine im Weg liegen. Also bei uns gibt es nicht die Diskussion, warum bist du dieses Wochenende schon wieder nicht da oder so. Solche Sachen zum Beispiel. Man zieht eben an einem Strang und Genau. deswegen ist es eher ein Vorteil in unserem Fall. Ja, vor allen Dingen, also wenn man sich auch andere Musiker anschaut, die halt irgendwie, was weiß ich, deren Partner nicht auch Musiker ist, merkt man halt auch immer, dass es schnell
zu Konflikten kommen kann, weil natürlich man als Musiker relativ oft unterwegs ist. Mhm. Und das Schöne ist halt, dass wir, wenn wir unterwegs sind, es miteinander teilen können. Für uns ist es eigentlich bisher nur positiv gewesen. Ja. Auch so dieses Zusammensein, 24 Stunden, 7 Tage am Stück, gewöhnt man sich dran. Und irgendwie ist es jetzt nicht so, dass es ständig vor Spannung kriselt. Und das ist, glaube ich, auch ganz Also, ihr haltet euch aus. Ja, definitiv. Ja, das ist gut. Definitiv. Und wie kommst du zur Musik? Also was, wie kommt es in dein Ohr? Also ja, fliegt dir das auch zu? Oder wie, ja genau, so, wie kommst, so, kommst du nicht auf die Riffs und dann denkst du, das muss ich unbedingt nachspielen? Oder? Nein, nachspielen mache ich eigentlich gar nicht, weil das bringt mir irgendwie nichts. Aber so als Inspiration nehme ich das schon, dass ich so denke, das ist cool irgendwie, wenn so der Rhythmus, so den Rhythmus nehme ich vielleicht und sage mir, oh, das ist cool. Aber und dann man tut ihn vielleicht in einem anderen Kontext. Ja, genau, genau. Also genau. Und dann ist, das kommt so von selbst irgendwie. Das kann ich gar nicht erklären. Ja. Das ist so eine, das ist so eine so Stimmungssache. Das ist sowas ganz, sowas Automatisiertes. Also automatisiert klingt ja, jetzt fast schon negativ, ja. Aber das kommt so von selbst, das kann ich auch gar nicht erklären. Gibt's da auch was, was so, wo du denkst, das könnte aus der Kindheit sein oder so? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich ehrlich gesagt auch noch nie nachgedacht. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, sicher, dass da ein vieles auch so noch inspiriert bzw. mitgegeben wurde irgendwie. Meine Mama hat auch Musik gemacht, hat auch damals Songs geschrieben, zwar jetzt nicht so viele und so, aber da war auf jeden Fall immer schon so was Kreatives da, was Songs schreiben und Melodien finden irgendwie anging. Und ich denke auch, dass es daher rührt, dass ich da auch irgendwie so einen ähnlichen Weg halt gegangen bin jetzt irgendwie letztendlich. Okay. Also gibt's auch irgendwie Brüder oder Schwestern, die euch auf Musik gebracht haben? Also bei dieser... Ja, gar nicht? Nee. Also wie seid ihr zur Musik gekommen dann? Bei mir ist es irgendwie ganz komisch, weil keiner aus meiner Familie wirklich musikalisch ist. Ja. Also ich glaube, ich habe manchmal so das Gefühl, dass mein Vater sehr gerne musikalisch sein wollte, aber es irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bringt. Aber also er war eigentlich so der Grund, warum ich überhaupt mit der Musik angefangen habe, weil mit 8 hat er mich dann einfach mal zum Keyboardunterricht geschickt und so fing das dann an. Und ich meine, ich war schon immer von klein auf irgendwie sehr musikbegeistert und ich glaube, das hat er einfach auch gemerkt und hat das in dem Sinne dann auch gefördert. Aber ansonsten, keiner meiner Geschwister spielt irgendein Instrument oder singt oder sonst irgendwas. Ja. Da bin ich quasi so der Einzelgänger in der Familie. Ja, bei mir war es so, ich hatte auch damals so Cello-Unterricht und Geige-Unterricht und das war mir dann aber doch alles zu klassisch und nicht so richtig greifbar irgendwie. Es war immer nur so dieses Nachgespiele, das nicht dass das jetzt irgendwie dass das Instrument so vorgibt, aber so ist der Unterricht halt gestaltet, ne, dass du immer nur das machst, was in diesen Büchern halt drin steht. Und dann bin ich dann zur Gitarre gewechselt, weil ich da gemerkt habe, da kann ich doch irgendwie freier agieren, das kann man sich auch so ein bisschen selber beibringen. Ein bisschen was lernst du auch von einem Lehrer, aber man ist da doch ein bisschen ungezwungener, sage ich jetzt mal, von irgendwelchen Büchern oder von irgendwelchen Notenblättern oder das. Was war eure erste Single, kann man glaube ich nicht sagen, oder? Singles mal in eurer Generation nimmer gehabt, oder? Die erste CD. Ja, CD 2005 war das, ja. Good Morning. Die haben wir dann aufgenommen also wir hatten unseren allerersten Gig im Oktober 2005, da haben wir 150 Euro verdient. Und glücklicherweise kannten wir jemanden, der im Keller ein Tonstudio hatte. Und der hat uns dann für 150 Euro eine CD aufgenommen. Okay. Ja. Und was ihr zuerst gehört habt, könnt ihr euch erinnern an die erste? Erste Platte oder was mit Platte, ja, vielleicht? Das ist eine CD. Ich habe Toten Hosen sehr gern gehört, deswegen schätze ich, das war auch damals so meine erste CD, die ich selber gekauft habe. Auswärtsspiel. Bei mir war es bestimmt ganz typisch. Oder Opel-Gang war das. Irgend so eine Bravo-Hits-CD bestimmt. Oder die Backstreet Boys, irgend sowas war es bestimmt. Okay. Gut, das war die Musik, ist unsere Idealisation. Wenn ihr 3 Wünsche frei habt für euch, was würdet ihr euch wünschen? Also ich würde mir auf alle Fälle wünschen, dass es irgendwie so weitergeht, dass man weiterhin so Musik machen kann und irgendwie Leuten eine Freude damit macht und irgendwie, dass die Leute davon irgendwie was mitnehmen können und ja, dass wir einfach weiterhin Spaß an der ganzen Geschichte haben und natürlich auch, dass man irgendwie gesund bleibt, finde ich, ist eine ganz gute Geschichte, so. Wenn das alles passt, dann bin ich eigentlich echt happy. Und einfach glücklich sein, das ist so das Wichtigste.
Ich glaube, das resultiert dann irgendwie mit dem irgendwie auch, ne? Ja. Von Also daher. du schließt dich ihr an, Ja, so sagt absolut. man, glaube ich. Ja. Genau. Vielen Dank für das Gespräch.